Tunneling 101, von überall ins Netz. Dann legen wir mal los. Kurze Übersicht, wir gehen so ein bisschen Motivation, Historisches, dann so ein bisschen auch Problemstellung, Konzepte ein, um dann mal so zu praktischen Beispielen zu kommen, um dann am Ende das Resümee zu haben. So, wer bin ich? Ich bin ja schon seit 2006 so im Linux-Ubuntu-Umfeld aktiv irgendwie, studiere noch irgendwie und arbeite nebenbei hauptsächlich von Remote aus, so im IT-Umfeld. Daher auch dieses Overlay-Netzwerk, ohne kann ich quasi nicht arbeiten oder ich müsste irgendwo hinfahren. So, warum eigentlich so? Also über die vielen Jahre habe ich irgendwie viele Tools kennengelernt, die irgendwie doch meinen Alltag viel vereinfacht hätten, hätte ich es viele früher gekannt. Und dachte ich mir, ich kann es ja mal ein bisschen aufbereiten und mal so vorstellen, was ich so über die Jahre kennengelernt habe an Tunneling oder Netcat-Tools, wie auch immer. Und worum geht es eigentlich so? Das Leben ist ja nicht immer perfekt, die Überholspur ist nicht immer frei. Die Realität liegt also auf alles überfüllt und ich habe nicht immer Lust, irgendwo hinzupendeln. Deshalb will ich vielleicht auch von woanders arbeiten, als von da, wo der Rechner steht. So, und um welche Netze geht es eigentlich? Also zum einen gibt es ja so, habe ich mir überlegt, okay, wo bin ich, was für Netze habe ich, welche Netze will ich rein, in welche will ich nicht rein oder welche darf ich nicht rein. Und zum einen habe ich ja irgendwie eigene Netze, also so freundlich gesinnte Netze, die so mir gehören, mehr oder weniger, oder wo ich so Teil bin, habe ich zu Hause mein eigenes Netzwerk, habe vielleicht ein Netzwerk mit Freunden so, gab ja früher mal so für Online-Spiele irgendwie so Hamachi oder so VPN-Clients irgendwie, ich habe Firmen- und Kundennetze, wo ich vielleicht rein will, ohne vor Ort zu sein. Das sind so die Netze, wo ich irgendwie mehr oder weniger Einfluss und Zugriff drauf habe, oder andererseits gibt es ja irgendwie fremde Netze, fremde Länder, vielleicht will ich aus welchen Gründen auch immer in fremde Länder rein. Vielleicht, weil es da tollen Content gibt, den es hier nicht gibt. Oder weil es ja hier nicht tollen Content gibt, den es überall woanders gibt. Es gibt ja so gewisse Streaming-Anbieter oder so, die gewissen Regularien unterliegen. Oder es gibt auch sogenannte Darknets irgendwie, die halt vielleicht nicht nur mit Freunden sind, sondern ja so Overlay-Netzwerke quasi bilden. Was das heißt, kommen wir später noch. So, Motivation und Fokus, es gibt halt irgendwie viele Tools und auch viele kaputte Netzwerke, irgendwie schlecht konfiguriert, absichtlich zugedongelt oder warum auch immer, bietet es nicht so die Verfügbarkeit und Konnektivität, die ich gerne hätte. Dann gibt es halt so verschiedene Ansätze, da will ich mal ein paar anreißen, so für verschiedene Anforderungen gibt es halt verschiedene Tools, die man nutzen kann. Zum Beispiel, ob ich jetzt von unterwegs nach Hause will oder also wenn ich von meinem Rechner auf den Rechner zu Hause, wo ich vielleicht mehr Datenspeicher habe als lokal auf dem Notebook, ist ein anderer Ansatz, als wenn ich jetzt irgendwie vielleicht so Fernwartungsgeschichten mache, dass ich ins Kundennetz rein will oder vielleicht auch nur gewisse Services exponieren, die halt vielleicht schlechte Protokolle haben, veraltete oder so. Und der Fokus von diesem Vortrag ist quasi, dass ich jetzt so mal verschiedene Konzepte grob vorstellen will. Also da gibt es jetzt nicht so ein Hands-on, wie kann ich mein OpenVPN konfigurieren, sondern was gibt es so für Möglichkeiten mit kurzen Anwendungsbeispielen, wenn es Sinn macht. So, Szenarien. Was fällt euch ein? Wo kann man irgendwie so ein Overlay-Netzwerk, VPN-Dienst, einen Tunnel irgendwie bauen? Habt ihr eine Idee, was das Sinn machen würde? Wenn ich in öffentlichen WLAN bin, okay. Also wenn ich jetzt ein öffentliches WLAN habe, ohne Authentisierung oder ohne Kryptoschicht drunter, und ich gewisse Dienste nutzen will, die vielleicht nicht kryptografisch gesichert sind, macht es ja Sinn, erstmal auf einen vertrauenswürdigen Host per VPN zu gehen und dann können so die Nachbarn im Café halt zum Beispiel nicht gucken, was ich gerade für Mails lese oder so. Oder was für Nachrichtenseiten ich mir angucke. Die sind ja noch ganz schlimm dabei, was HTTPS angeht. Gutes Beispiel, ja? Anderes Beispiel? Ah, den Smart-Fernseher ein eigenes Netz packen, auch eine Idee, ja? Smart TV oder Internet of Things, sage ich mal so. Ist ja jetzt irgendwie ein modernes Passwort dafür. Andere Ideen? So konkrete Anwendungsfälle? Im Ausland, wenn da Zensur herrscht? Ja, ist ja auch YouTube bis hierzulande, ist ja auch nicht anders, ne? Also Zensur umgehen, ja. Gesperrte Ports umgehen, auch okay. Also dieses NAT-Problem quasi, würde ich sagen. Nennen wir es mal NAT. Ist kürzer zum Schreiben. Also ich habe jetzt zu Hause einen Router stehen, meine Fritzbox, sehe einen Rechner hinter, habe da irgendwelche Services drauf laufen und die will ich auch von draußen erreichen. Dann will ich ja irgendwie gucken, dass ich die irgendwie einzeln exponieren kann, obwohl ich bloß eine IP-Adresse habe. Große Netze, SMTP gesperrt, da muss man irgendwie sich was einfallen lassen. Nicht jeder Mail-Server hat ja diesen anderen Port 465 oder so und 587.
einer von den beiden oder beide irgendwie, nachdem wie es konfiguriert ist, kann man ja auch zum Mail verschickt nutzen, geht nicht immer. Und Port 25 ist gesperrt, muss man irgendwie drumherum, das stimmt. Dann noch jemand eine herausragende Idee oder ist mehr oder weniger abgedeckt? Anonymität schaffen. Ich denke, weil du vorhin angesprochen hast, wie gesagt, du möchtest zu Hause arbeiten und mit deinem Firmennetzwerk dich verbinden. Also nicht jeder die Verbindung tauschen können. Ne? Ja, Remote-Login oder ja. Wobei da das primäre Problem ist, ich habe Services oder Dienste, die halt auch nicht gut gesichert sind beziehungsweise nicht exponiert werden sollen, dann halt diesen Remote-Login ins Netzwerk, dass ich halt im Netzwerk virtuell drin bin, genau. Ja, gucken wir mal, was ich mir ausgedacht habe vorher. Also ich will irgendwie Services anbieten, vielleicht zu Hause in Damnat oder so, die Ports ständig immer frei, die ich selber vergehen kann. Oder das ist sowas wie POP oder keine Ahnung, was gibt es noch ganz Tolles. Irgendwelche proprietären Java-Dinger oder Java-Services, die irgendwo laufen, die ich halt für Fernwartungsgeschichten brauche oder sonst was. Oder also für diese Server-Management-Module meine ich. Dann Standorte vernetzen, das wäre quasi das Homearbeiten. Ich habe meinen kleinen eigenen Standort mit meinem Telefon und meinem Notebook zu Hause und der große Standort in der Firma irgendwo anders. Fernwartungszugriffe, wenn beim Kunden die Bude brennt, ich jetzt nicht Zeit habe hinzufahren oder generell sich das finanziell nicht lohnt hinzufahren. Aus degradierten Netzen heraustunneln, das war vielleicht das Ports-Problem. Wenn Port 25 gesperrt ist, aber eine Mail versenden muss, dann irgendwie Probleme. Und ich will irgendwie Dienste absichern. Das ist so wie die Services anbieten, so ein bisschen anders. Also da gibt es zwei Ansätze, irgendwie, dass ich sage, okay, ich will bloß den Port weiterleiten. Oder ich will irgendwie noch so ein Kryptoschicht drumherum machen, weil das Protokoll einfach irgendwo aus den 70ern kommt oder 80ern und damals die Annahmen an Netzwerke ja grundlegend verschieden waren zu heute. Beziehungsweise sich als falsch herausstellten über die Jahre. So. Und historisches, so was gab es denn früher eigentlich? Früher gab es halt so DFÜ-Einwahlen, da konnte man sich halt überall so Modem-Farms hinstellen, konnte ich mich von überall quasi einwählen und dann war ich drin. Geht ja von zu Hause Internet, aber auch von zu Hause in die Firma irgendwie, war halt Leitung blockiert. Von so Side-to-Side-Verbindungen kann man sich halt irgendwie Leaselines mieten, hat man halt die ganze Leitung für sich gemietet oder die Farbe in der Faser, wie auch immer. Ich konnte vor Ort sein, das geht natürlich heute immer noch. Und wenn es mal irgendwie nicht ginge, dann kann ich auch irgendwie ein Buch lesen oder spazieren gehen oder geocachen heutzutage. Und warum Fortschritt? Ah, das ist Geocachen, gehört hier drunter. Diese ganzen Modemsfahren waren relativ teuer für jeden Mitarbeiter, der sich von woanders einwählen muss. Der braucht quasi einen Gegenpart als Modem. Im Normalfall mit so 10, 20 Außendienstlern geht es wahrscheinlich. Wenn jetzt quasi Unwetter, Streik ist oder so, dann brauche ich plötzlich nicht 20, sondern 200. Das habe ich vielleicht nicht oder wird zu teuer, das immer vorzuhalten. Es gibt Unwetter, es gibt Streiks, wo ich den Vortrag das erste Mal gehalten habe, aber Streik den Tag irgendwie, war auch dann so, muss man irgendwie hinkommen. Und heutzutage habe ich eh immer mindestens einen Rechner dabei. Also ich glaube, gerade habe ich 1, 2, 3 nur. Aber können ja auch wieder 5 sein, je nachdem, was man gerade so mit hat, wo man hingeht. Aber einer ist ja mit dem Smartphone mindestens dabei. Und der reicht halt zum Arbeiten fürs Gröbste aus, wenn die Bude wirklich brennt. So, warum Fortschritt? Deshalb hat man sich gedacht, okay, man kann mal neue Sachen entwickeln. Und das Problem an DFÜ ist auch relativ langsam. Wenn ich so mein VDSL 50 jetzt mit einer DFÜ-Einwahl mit 56K von damals vergleiche, ja, heutzutage geht über 56K gar nichts mehr drüber. So, also zur Skizze, zur Verdeutlichung, ich habe irgendwie keine Ahnung. Hier Firmennetzwerk 1, hier Firmennetzwerk 2 und hier vielleicht den Außendienstmitarbeiter. Und die sollen halt irgendwie sich verbinden können. Also auch bidirektionale Verbindung. So ist die eine Idee. Oder Services, ich habe halt, was sagen wir, das ist das Internet hier, können wir es in blau machen, die Wolke. Dann habe ich hier meine Fritzbox oder irgendeinen anderen tollen Router als Verbindung zum Internet. Und intern habe ich halt, keine Ahnung, vielleicht 1, 2 Rechner stehen, mein Raspberry Pi, der vielleicht die Sensordaten oder so Temperaturdaten ausliest oder die Heizungssteuerung macht. Da ich das jetzt in Python selber gefrickelt habe, mal so über Nacht, weil ich gerade Zeit hatte, ist es vielleicht nicht so richtig die tollste Software ever geworden. Auch so, was so Sicherheit, Anmeldung angeht oder Verschlüsselung drumherum ist vielleicht auch nicht so richtig toll. Dann will ich vielleicht das Ding nicht so direkt ins Internet hängen, weil wenn jetzt jeder meine Heizung steuern will, ist vielleicht uncool. Dann wäre jetzt eine Aufgabenstellung jetzt zum Beispiel, dass ich sage, okay, ich mache hier keine Ahnung, irgendeinen Port X auf
und kann von außen auf diesen Port drauf, aber habe noch so einen Krypto-Layer drumherum. Oder wenn das Protokoll gut genug ist, will ich vielleicht auch bloß da durchtunneln durch den Router, weil das Netz degradiert wurde dadurch. Also als grobe Skizze, was ich mir darunter vorgestellt habe. So, welche Probleme habe ich denn eigentlich so mit den Szenarien, die wir gerade so aufgemalt haben? Wenn ich Service direkt anbieten will, ich habe oftmals zu wenig IPs. So IPv4 ist ja jetzt so ziemlich, aber sagen wir wirklich alle. Und ich will nicht alle Services public haben. Hier mein tolles Sensor-Reading-Tool auf dem Pi, das soll vielleicht nicht wirklich so ganz im Internet hängen für alle Leute. Oder Heizungssteuerung, da gibt es auch Industrieanlagen, die irgendwie drin hängen und was man so alles liest und hört. Ich habe auch zu Hause sehr oft wechselnde IPs. Das heißt, die IP, die ich gestern noch hatte, um meine Heizung anzumachen, wenn ich jetzt sage, ich komme eine Stunde früher nach Hause, die ist vielleicht heute nicht mehr da. Beziehungsweise ich habe eine andere bekommen und muss ich ja auch irgendwie gucken, dass ich die mitbekomme, beziehungsweise immer noch einen definierten Punkt habe, wo ich mich hin verbinden kann. So viel zum Thema Services anbieten oder meinen Gegenpart finden. Und der andere Punkt Sicherheit. Es gibt ja viele Leute, die viel mitlesen im Internet. Und es gibt komische alte Protokolle, die das Mitlesen dann vereinfachen, weil sie halt komisch und alt sind. Oder vielleicht gibt es auch so Compliance oder Richtlinien, wenn ich jetzt im gewissen Branchen unterwegs bin oder so ein Kundenprojekt habe, dann will der Kunde schon, ja, dass die Daten auf dem Weg irgendwie vertraulich behandelt werden. Da kann ich nicht einfach irgendwie mit Telnet oder Netcat mich dann verbinden. Einige machen es, aber ist vielleicht in der breiten Masse nicht so gern gesehen. Und das soll auch mit adressiert werden. Gucken wir weiter. So, Lösungen dafür. Also für dieses viele lesen viel mit Problem gibt es so kryptografische Lösungen dafür. Zum Beispiel TLS ist ein sehr gutes Protokoll dafür. Das Zertifikat-Sending lassen wir mal außen vor. Das ist ein Thema für sich, da kann man sich nochmal 2 Stunden Talk mitfüllen. Aber so das TLS-Protokoll an sich jetzt in der 1.2er-Version ist schon sehr gut gemacht. Also da kann man nicht wie viel gegen sagen. Und das andere Problem, ich will halt im Netzwerk sein, in der Firma, wo ich nicht bin, ist halt so Netzwerk in Netzwerk. Und dazu mal kurz ein paar Skizzen. So, Crypto-Expose, Public-Key-Kryptographie, PKI, also Public-Key-Infrastrukturen, sind die soweit bekannt oder soll ich dazu kurz was sagen? Kurz was sagen, okay. Also die Idee ist, wenn ich jetzt hier quasi irgendwie Alfred und Barbara habe, die wollen miteinander reden, dann soll jetzt hier, keine Ahnung, Charlie nicht mitlesen. Wenn jetzt aber jetzt hier wir so quasi in den Raum reinrede, wenn ich jetzt hier reinrede, kann jeder, der da auf dem Flur steht, irgendwie noch mithören und jeder im Raum auch. Also ich kann jetzt hier keinen direkt persönlich ansprechen, ohne dass sie anders nicht mitkriegen würden. Und deshalb wäre es ja ganz gut, wenn man sich irgendwie A und B sich auf irgendwas einigen könnten, dass es nicht ist. Also es gibt dann symmetrische Kryptographie, um halt quasi sehr effizient Daten zu verschlüsseln. Ein bestes Beispiel zum Beispiel One-Time-Pad. Das heißt, ich kann mir irgendwie ein Codebuch ausdenken. Ich habe halt hier ein Buch irgendwie, dann steht hier 101110 drin. Und B hat das gleiche Buch. Und jede Daten, die ich reingebe, die für X oder ich zum Beispiel einfach mal. Also wenn ich jetzt hier als Datenstrom 110011 reingehe, dann für X oder ich die. Und C weiß ja nicht, was in meinem Codebuch drin steht. Und wie meine Ausgangsdaten waren. Das heißt, sie hat für jedes Bit eine 50-50 Chance zu raten, ob es richtig ist. Je länger der Datenstrom, desto unwahrscheinlicher ist, dass er irgendwas Richtiges, Vernünftiges bei rausbekommt. Und das große Problem ist jetzt, wie können sich A und B auf dieses Codebuch quasi einigen? Weil vielleicht haben sie es noch nie gesehen oder die sehen sich seltener, als die Codes ausgehen. So. Und Code-Reuse ist eine sehr schlechte Idee, wie so auch im Zweiten Weltkrieg festgestellt wurde. Weil die Amis haben ja alles mitgeschnitten und die Russen haben ja irgendwann ihre Eliten mal abgeköpft und haben sie fest. Irgendwann kamen sie auf die Idee, mal die alten Codebücher wieder zu verwenden. Obwohl sie wussten, dass das eigentlich eine schlechte Idee ist, haben es trotzdem gemacht und die Amis haben dann mal so Data-Mining-mäßig, so per Hand damals noch vermutlich, größtenteils, mal so die alten Codes durchgeguckt, die sie so mitgeschnitten hatten. Und da haben sie halt durch den Abgleich schon Sachen entschlüsseln können, weil man einfach diese Codes wiederverwendet hat. Deshalb Code Reuse, sehr schlechte Idee. Und
Aber symmetrische Kryptographie an sich ist sehr effizient, wenn man sich auf den Code geeinigt hat. Und da ist jetzt die Idee, die Public Key in Kryptographie. Das heißt, A hat irgendwie einen Public Key und hat auch einen Private Key. Und B hat das gleiche Keys erstellt. So. Also die haben jetzt jeder zwei Schlüssel, einen Public und einen Private Key. Den Public Key kann man austauschen. Zum Beispiel RSA ist ein Kryptoalgorithmus dafür. Und wenn A jetzt Sachen mit B's Public Key verschlüsselt, kann er nur das mit dem Private Key entschlüsseln. Das Schöne daran ist, B kann seinen Public Key veröffentlichen. A kann sich einfach den Public Key nehmen von B. Wie er feststellt, dass es wirklich der Public Key ist von B, ist auch ein anderes Thema, aber da gibt es Wege für. Und nur B kann es mit seinem Private Key entschlüsseln. Und dann kann man sich quasi auf ein aktuelles Codebuch einigen für die symmetrische Kryptographie. Das Problem an der Public Key Kryptographie ist, dass sie relativ rechenintensiv ist. Also es macht nur Sinn, relativ kleine Payloads damit zu verschlüsseln. Aber für symmetrische Verschlüsselung mit einem quasi ist ja ein Shared Secret wie beim WLAN, dieser PSK, dieser Pre-Shared Key. Diesen Key müssen beide Seiten kennen. Also den müssen beide Seiten kennen, der darf öffentlich sein und nehmen wir das hier, der muss privat sein, der lilane. Das sind die Grundlagen. Ja, und C kann halt, wenn jetzt hier, machen wir noch ein Beispiel. A nimmt quasi den Public Key von B, der kennt den Public Key, verschlüsselt damit was, encrypt mit B's Key und da macht er hier, keine Ahnung, 1001, verschickt es rüber und C kann es nicht entschlüsseln, weil es ja nur mit dem Private Key funktioniert. So ganz grob. Und das heißt mal diese zwei Komponenten immer. Soweit klar, war jetzt vielleicht nicht so perfekt aufgearbeitet, aber so dieses grobe Konzept, ich habe halt symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung. Symmetrische ist für große Datenmengen sehr performant, gibt es verschiedene Algorithmen für. Und für den initialen Setup-Schritt, also wie ich die Verbindung aufbauen kann, mich auf diesen symmetrischen Schlüssel einigen, mache ich mit asynchroner Public-Key-Kryptographie. Weil ich einfach diesen Public-Key veröffentlichen kann, den kann ich mir aus mehr oder weniger vertrauenswürdigen Quellen ziehen oder ich habe ein Empfehlungssystem. Ein guter Kumpel sagt, das ist wirklich der Key von B, dann kann ich dem auch vertrauen irgendwie und damit kann ich die Session initiieren. Und dann kann ich hier mit dem symmetrischen Schlüssel quasi hier so einen Tunnel aufbauen. Das sind diese Schlüssel hier. Alles, was ich hier reinschiebe, kommt verschlüsselt hier raus und umgekehrt auch mit dem gleichen Key. So. Das zum Thema Kryptographie. Netzwerkexkurs, also wie so ein Netzwerkpaket aufgebaut ist. Also die Idee ist, ich habe ja irgendwie zwei Rechner. Da die Lämpchen dran. Und die haben irgendwie eine IP-Adresse und einen Port. So, wenn jetzt wieder hier A ein Paket an B schicken muss, muss er halt sich die passende IP und den passenden Port raussuchen, damit das Paket ankommt, also A am richtigen Rechner ankommt und B auch am richtigen Postfach quasi oder Port oder wie man es nennen will, auch ankommt, damit der Rechner weiß, wo das Datenpaket gehört. Und das Protokoll dazu sieht ja quasi so aus, dass ich ja irgendwie einen Header habe und einen Payload. Und im Header steht halt irgendwie die Source-IP drin, die Destination-IP wäre eine gute Idee, vielleicht den Source-Port und dann noch den Destination-Port. Das wäre so das Minimalste, was drin sein muss, damit das Paket irgendwie ankommt und ich auch was zurückschicken kann. Je nachdem, was für ein Protokoll man benutzt, gibt es natürlich noch mehrere Header irgendwie und ich habe den Payload. Den Payload, da kann ich jetzt, keine Ahnung, hier wieder meine 1101 reinschreiben von oben. Ich kann den verschlüsselten halt reinschreiben, Katzenbilder reinpacken, total egal. Muss man sich halt auf der Applikationenebene auf irgendwas einigen, dass man das Datenformat lesen kann. Jetzt habe ich aber ja vorhin gesagt, ich habe irgendwie hier meinen Rechner und ich habe dahinter vielleicht einen virtuellen Rechner oder per Kabel anderen dran geschlossen mit einer anderen IP und einem anderen Port, den ich vom dunkelblauen Rechner nicht aus erreiche.
Das heißt, ich musste erst mein Datenpaket an den hellblauen Rechner schicken, der es dann irgendwie zu dem grünen oder hellgrünen weiterleitet. Das heißt, wo der Payload reinkommt, habe ich dann irgendwie nochmal Header-Informationen drin. Dann habe ich halt irgendwie eine neue Source-IP, eine andere Destination-IP und die Ports wieder. Das heißt, je mehr ich meine Verbindung verschachtel, desto kleiner wird mein Payload, den ich am Ende habe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, wenn es um Fallstricke geht. So ist die grobe ID dazu. Dazu noch Fragen oder? Grob klar, okay. So, dann kommen wir jetzt zu den konkreten Beispielen. Und zwar dachte ich mir so, mit Linux und SSH ist halt gegenwärtig. Jeder hat irgendwie SSH vorinstalliert, außer man hat was arg Minimales vor sich. Und SSH hat auch SOC Support, also hat mir schon sehr gut Dienste geleistet, deshalb fange ich damit an. So, ein sehr verbreitetes Protokoll für so Tunneling-Geschichten ist SOC. Es gibt teilweise auch, wenn man so ein degradiertes Netz hat, ein SOC-Proxy, wo man halt diesen Proxy angeben muss, damit alle Daten, die rausgehen oder reingehen, über diesen Proxy gehen sollen. Und da gibt es halt spezielle Applikationsproxy für HTTP oder SOCs, da kann man so generische Daten reinschieben. Läuft relativ problemlos. Und SSH hat eingebauten SOC-Support. Dann ist die Idee, ich kann jetzt mit SSH-N-D dann einen Port angeben, das ist der Port auf meinem lokalen Rechner. Und dann gebe ich halt wie üblich irgendwie meinen Nutzernamen und die Tunnelbox an. Die Tunnelbox ist halt der Host, der an beiden Netzwerken kommunizieren darf, also beide Seiten. Und dann alles, was ich dann quasi auf Localhost, alles, was ich auf Localhost im Port 33.33.4 reinschiebe, kommt quasi mit der IP von Tunnelbox ins andere Netz rein. Das habe ich damals in der FH ganz gut benutzt, weil da war auch irgendwie das Problem, gab ein HTTP-Proxy, HTTPS auch und SOCs, aber wenn jetzt irgendwie irgendwas, was irgendwie ein Tool hatte, wo ich den Port nicht umgehen kann, mit dem es sprechen soll, zum Beispiel mit SVN, das hat bloß eine systemweite Konfiguration, aber ich will nicht alle 3 Stunden irgendwie die Config von dem Ding systemweit ändern, dann kann ich das durch einen SOCs-Proxy schieben. Das gibt ein Command-Line-Tool, was quasi über LD Preload auch Programmen, die keinen eingebauten SOC-Support haben, quasi über Umgebungsvariablen oder Libraries den SOC-Tunnel unterhelfen. T-SOCs war das, genau. Und die Idee ist dann, da kann ich quasi T-SOCs sagen und dann, keine Ahnung, irgendein generischen Kommando oder Tool und dann kriegt dieses Tool quasi auch über die T-SOCs konfigurierten SOCs getunnelt. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, ja, vielleicht habe ich eine Heizungssteuerung irgendwo, ich habe irgendwo ein Tool, was über ein sehr, sehr komisches Protokoll die Verbrauchswerte ablesen kann. Und jetzt bin ich gerade aber irgendwie in einem anderen Netzwerk, als meine Heizung steht, über das Steuerelement. Und bei diesem Tool kann ich nicht sagen, dass es über diesen definierten Port gehen muss. Dann kann ich jetzt mit T-SOCs irgendwie dann Heizungstool sagen, der soll darauf zugreifen, im Hintergrund wird halt das durch diesen SOC-Tunnel geschoben. Sämtliche andere Programme, Webbrowser haben das, im Java-Client, Pidgin und so, die haben alle eingebauten SOC-Support, also ein sehr verbreitetes Protokoll. Man kann auch DSS durchtunneln, bei SOC 4a und 5, muss man aufpassen. Dazu komme ich später noch. Das zum Thema SOCs. Da im Port-Forwarding, sagen wir, ich habe zum Beispiel meine OwnCloud zu Hause, da habe ich halt ein MySQL drauf und es läuft nur lokal auf dem Local Socket, also LO. Und ich würde aber gerne auch von außen drauf zugreifen, aber da ich jetzt das Ding nicht so direkt ins Internet packen will, weil ich habe vielleicht mir irgendwo einen Server angemietet, da ist mein OwnCloud drauf. Und ich will aber von woanders auch auf diesen Datenbank drauf zugreifen, dann kann ich jetzt sagen, okay, ich forwarde nur einzelne Ports. Das geht zum Beispiel mit SSH-L. Dann kann ich sagen, der erste Port ist, wo ich es bei mir lokal reinkippen muss. Der zweite Port ist, wo es beim Target ankommt. Target steht halt in der Mitte und das ist der Jump-Host. Also als Beispiel, das ist bei mir lokal. Hier auf Port 9000 kippe ich Sachen rein. Dann ist das hier der Jump-Host.
Hier wird SSH gesprochen, ganz wie eh und je. Und hier ist das Target, Port 8888. Das heißt, Daten, die ich jetzt hier oben quasi in diesen Trichter reinkippe, die gehen durch diesen SSH-Tunnel durch und kommen dann hier oben an. Machen wir mal einen richtigen Tunnel draus. Also zwischen Localhost und Jumphost ist das in einem SSH-Tunnel drin, mit SSH-Verschlüsselung, das kann ich in dem WLAN benutzen zum Beispiel. Und hinter dem Jumphost ist das wieder ganz normal im Netz wie eh und je und kommt halt am Target-Port 8888 an. Und ja, das war's eigentlich. Muss mal gucken, welche Ports wo sind und dann geht das ganz easy eigentlich. Gehen wir weiter zum dritten Beispiel. Da ein Reverse-Tunnel. Die Idee ist jetzt, ich habe vielleicht mit einer WG einen Rechner stehen und einen Router davor, wo ich aber keine Port-Forwardings konfigurieren kann. Aber ich würde gerne von außen Daten reinkippen. Dann habe ich erstmal so keine Chance. Ich weiß auch nicht genau, oder ich kann vielleicht Port-Forwardings konfigurieren, aber ich weiß die IP nicht, die sich immer wechselt. Und da ist jetzt die Idee, ich habe quasi meinen Localhost hier. Dann habe ich hier den Reversed Host und hier das Target. Genau. Und jetzt geht es andersrum. Jetzt baue ich vom Target einen SSH-Tunnel zum Reversed Host auf. Gucken wir mal. Genau, dann ist es hier Port 8080. Kommt hier auf Port 22 an. Ich kann auch einen beliebigen anderen Port nehmen. Und alle Daten, die ich jetzt quasi von dem Host hier reinkippe, gehen quasi hier runter an Port 22. Das ist, also ich mache vom Target zu einem anderen Host einen Tunnel auf, da ist dann der große Trichter und alles, was ich in diesen Trichter da reinkippe, egal was es ist, kommt irgendwie beim Target raus. Ist ein ganz cooles Feature. Also man muss halt da noch ein bisschen besser mit den Ports aufpassen. Da muss man auch gucken, dass die SSH kommt, also die SSHD-Config stimmt, da muss man am Remote-Host was einstellen. Normalerweise kann das Ding bloß auf Local-Host binden, das heißt, ich müsste dann am Remote-Host Local reingehen, also über Local-Loopback und das kann man auch wegkonfigurieren, ist halt ein Sicherheitsproblem. Wenn ich jetzt einen offenen Port habe, wo jeder was reinkippen kann, ist halt nicht so gut, als wenn ich das bloß lokal habe. Aber man kann es halt, wie gesagt, konfigurieren, bloß Default ist es halt sicher gelöst. Dazu eine Frage. Okay. Also die Manpage ist auch halbwegs verständlich dafür. So, Anmerkungen dazu. Im SSH geht ja quasi über klassisch über Usernames und mit dem Passwort. So das standmäßige ist mit den Systemaccounts verbunden. Da jetzt aber Passwörter relativ unpraktisch sind in vielen Facetten, gibt es Keylogins. Das heißt, ich kann mit SSH KeyGain einen Key erstellen. Dann kann ich den Public Key wieder auf dem Server hinterlegen und ich kann Verbindungen ohne Passwort quasi aufbauen. Den Private Key lokal kann ich mir mit Passwort versehen oder nicht, muss ich sehen, was ich damit machen will. Aber so prinzipiell ist es schon mal sicherer als Passwort Authentication. Dann das nächste Feature davon, das ist vielleicht für die meisten nicht so relevant, aber ich kann auch diese Keys signieren, wie quasi in normalen Web-PKI mit diesen TLS-Zertifikaten. Kann ich auch so quasi Hierarchien aufbauen, dass ich signiere. Das heißt, ich habe dann bloß noch diesen CA-Key lokal hinterlegt, aber bloß so als Anmerkung, dass das funktioniert für die es interessiert. Dann SSH-N. Das eröffnet keine neue Shell. Wenn ich jetzt mich im SSH irgendwo einlogge, kriege ich eine neue Shell direkt, wo ich Sachen eingeben kann. Wenn ich aber bloß einen Tunnel aufbauen will, will ich vielleicht keine Shell haben. Das hat den ganz pragmatischen Nutzen, dass wenn ich irgendwo meinen Tunnel aufbaue, will ich ja dann vielleicht nichts anderes drüber laufen lassen. Aber wenn ich da eine Shell habe und aus Versehen was reintippe, dann ist vielleicht auch der Tunnel irgendwie betroffen oder der Host davon. Und damit ich nicht aus Versehen was reingebe, kann ich halt minus groß N mit angeben. Also minus groß ND hatte ich oben, oder geht auch mit L und R. Dann heißt, ich kriege keine neue Shell und das lokale Terminal ist einfach geblockt und da kann ich nichts sinnvoll mitmachen, außer abbrechen. Und dann gibt es noch SSH-A. Das ist, wenn ich diese Keys benutze von hier oben. Und ich jetzt auf meinen Jump-Host draufgehe und auf dem Jump-Host ganz klassisch weitergehen will, ohne speziellen Tunnel.
Setup zum Beispiel, ich habe irgendwie mir irgendwo 10 Server angemietet, davon 3 Frontend-Server, 5 Backend-Server. Die Backend-Server sind nur übers lokale LAN erreichbar, nicht public. Und ich will jetzt, so, ohne ein VPN aufzubauen oder mir so einen lustigen Tunnel zu bauen, erst auf die Frontend-Server raufgehen und dann vielleicht auf den Backend-Server. Dann kann ich mit -A, ist dieser Agent-Mode, sagen, dass zukünftige Anmeldungsanfragen auf meinen lokalen Rechner weitergeleitet werden. Also ich bin jetzt hier lokal, dann habe ich hier einen Frontend-Server und hier habe ich einen Backend-Server. Ich gehe hier rauf und wenn ich mich jetzt im zweiten Schritt hier anmelden will, dann kommt die Anmeldeanfrage zurück auf meinem Rechner. In so einem Keyring ist der Schlüssel noch irgendwie offen gehalten und dann wird sich angemeldet darüber. Das heißt, ich brauche auf dem Frontend-Server keine Private Keys hinterlegen. Ja, da gibt es irgendwie GPG-Agent für oder so, aber kann man ja im Zweifel nochmal nachlesen. Das war es zum Thema SSH, genau. Dann gibt es noch, wenn man sagt, okay, ganz lustig, aber ich will jetzt irgendwie vielleicht doch so eine Art VPN haben, aber ich habe bloß SSH zur Verfügung, da gibt es hier dieses SS-Shuttle oder S-Shuttle, wie man es nennen will, das ist halt auf Basis von SSH so ein Poor-Man's VPN, würde ich sagen. Das heißt, man kann irgendwie, das ist SSH drunter mit IP-Tables in Python geschrieben und es macht halt irgendwie Magics mit SSH und IP-Tables. Das heißt, ich kann auch ganze Subnetze durchrouten. Weil vor oben, klassisch, kann ich bloß einzelne Ports irgendwie angeben. Port-Ranges glaube ich nicht, kann mich nicht daran erinnern. Und hiermit kann ich halt über den Jump-Host ganze Subnetze routen. Gibt auch irgendwie Flex, dass ich irgendwie DNS mitschiebe, weil DNS wird per Default nicht durchgeroutet. Auch bei den Socks-Tunnel muss man aufpassen. Da gibt es im Firefox zum Beispiel, gibt es dann gleich extra ein Häkchen dafür, dass man DNS auch durch den Tunnel schiebt. Wenn man jetzt zum Beispiel diese Anonymität, was wir vorhin hatten, ich will vielleicht doch irgendwie jetzt zwangsläufig einen Facebook-Account, weil ich sonst total ausgeschnitten bin in der aktuellen Welt, aber die sollen nicht wissen, wo ich bin und überall und so. Das ist ja schon ganze Tracking. Ist ja in sämtlichen Dimensionen, die man sich gar nicht vorher vorstellen kann. Das heißt, ich habe mir irgendwo einen dedizierten VPS gemietet, also einen Server, über den ich nur zu Facebook kommuniziere. Da habe ich ein eigenes Browserprofil, mein Socks quasi konfiguriert, aber wenn ich jetzt die DNS-Anfragen lokal mache, ist es auch für einen Arsch, dann sieht da auch jeder, welchen Server ich irgendwie anfragen will. Und deshalb macht es dann auch Sinn, quasi DNS-Anfragen mit durchzutunneln, dass auch mein Jump-Host quasi für die normale Webkommunikation auch die DNS-Anfragen macht. Sonst kann ich wieder Sachen korrelieren. Das ist tricky, zum Beispiel Storebridge hat da mal ein Problem gehabt, haben sie auch gefixt, relativ schnell, nachdem sie es rausgefunden haben, aber da muss man echt aufpassen drauf. Ja, es ist Shuttle halt. Kennen Bekannte, die schwören drauf, ich selber habe es noch nicht gebraucht. So, wenn man jetzt sagt, okay, Remote-Login reicht mir, und ich habe aber relativ schlechte Verbindungen irgendwie. Ich sitze im Zug oder das Netz ist buggy oder was auch immer. Dann gibt es Mosh. Mosh ist halt, steht hier so Mobile Shell, that supports Roaming und Intelligent Local Echo. Die Idee ist ja, dass so mit klassisch IP bin ich ja so Connections basiert. Das heißt, wenn ich jetzt hier im WLAN bin und ich gehe raus und bin dann plötzlich über das UMTS online, ist meine SSH-Verbindung tot. Weil ich ja neue IPs habe und so. Und dieses ganze Roaming funktioniert ja nicht. Und Mosh hat halt eingebauten Support für Roaming. Das heißt, ich kann die Interfaces wechseln, ich kann die Netze wechseln. Ist auch sehr delay-tolerant. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, von Berlin nach Frankfurt im Zug fahre und zwischen Spandau und Wolfsburg oder so gar kein Netz habe, ist die Verbindung trotzdem noch da. Kann ein nettes Feature sein. Das Local Echo heißt, wenn ich halt vielleicht, die Verbindung ist nicht so richtig tot, sondern hat vielleicht bloß so 2-3 Sekunden Latenz. Das geht ja schon echt auf den Senkel. Also kann man ja aggressiv werden, wenn da irgendwie nichts passiert und man trotzdem was eintippt. Und das Local Echo heißt, dass das so eine Art Prediction drin hat, die, naja, so ein Feedback-Mode. Das heißt, ich kann vielleicht LS-LA irgendwas tippen und kann mal das Paper durchlesen. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie es machen. Aber die machen so ein bisschen Raten, was man tippt. Ich kriege das schon lokal angezeigt und dann wird es erst später auf den Server ausgeführt oder übertragen. Das ist nachträglich, wenn was anderes vom Server kommt, als er erwartet. Das macht er auch, genau. Also es ist halt deswegen schön, dass wenn man sich vertippt hat, dann muss man halt nicht warten, bis man das Echo vom Server kriegt, wo man sich vertippt hat. Und dann kann das dann schon machen, obwohl es noch gar nicht. Genau, wenn man diese Latenz hat, ich tippe dann irgendwie ls-la/var irgendwas ein, stelle fest, oh, ich wollte nicht nach war, ich wollte nach USR. Dann kann ich es lokal schon ändern, ohne dass ich jetzt die 5 Sekunden warten muss, bis ich alles an den Server geschickt habe, das dann irgendwann mal sehe.
bis dann löscht, festgestellt, oh, hat 5 Zeichen zu viel gelöscht, die tippe ich wieder. Stimmt, das war das mit dem Local Echo. Ja, für die delay-tolerante Leitung oder nicht so tolerante. Kann aber kein Payload tunneln. Also da jetzt irgendwie noch so Daten rüberschieben über so einen Reverse-Tunnel oder so, geht nicht. Ist nicht vorgesehen in dem Protokoll. So, dann SOCAT. SOCAT hat so diesen Beinamen Netcat auf Steroiden. Ich meine, Netcat kennen wahrscheinlich die meisten. Ist halt irgendwie ein sehr simples Tool, um Sachen von irgendeiner Quelle irgendwo anders hin zu forwarden. Beispiel ist, ich mache irgendwie, will ein Image von einer Platte ziehen, habe ja dann lokal keine Platte mehr da, weil ich bloß eine drin habe, mache mit DD, ziehe ich den Stream, die Datenstream von der Platte und pipe die halt über Netcat ins Netzwerk raus, irgendwo hin, wo halt ein anderes Netcat-Service lauscht, der es dann wieder auf die andere Platte schreibt, wo genug Platz ist. Netcat ist aber ja wie so alle Tools irgendwie aus den 80ern unverschlüsselt und kann auch irgendwie bloß UDP und TCP. Weiß gar nicht, ob IPv6 und so richtig funktioniert. Und auf jeden Fall, SOCAT ist relativ lustig, was Input und Outputs geht. Also ich habe viele Möglichkeiten, Inputs und Outputs zu definieren. Zum Beispiel hat es irgendwie UDP-Support, das hat IPv6-Multicast-Support, Anycast, also das kann zig-Protokoll, STCP, TCP, TCP6 und ich kann auch von Standard inlesen, ich kann die Input- und Output-Sourcen beliebig variieren. Wir hatten mal gemacht, als der Typ das vorgestellt hat damals, also eine kleine Vortragsrunde, da hat man so 20 Leute und jeder sollte mit einem SOCAT-Service den Datenstrom annehmen und mit einem anderen Protokoll rausdumpen. Das heißt, wir hatten dann irgendwie zwischen den Leuten jeweils einen anderen Transport-Layer gehabt und das Paket kam sogar noch ganz an. Also die Möglichkeiten sind ganz gut. Readline zum Beispiel, ich kann dann mir so einen simplen Echo-Service schreiben. Ja, nur so dazu. Dann gehen wir mal zu Stunnel. Ich hatte vorhin das die Sache Legacy-Protokolle oder alte Tools, die man nicht mehr anfassen kann, will oder darf. Die sollen aber trotzdem jetzt TLS drumherum bekommen. Dann gibt es S-Tunnel. Da kann ich quasi sagen, ist halt so ein TLS-Frepper. Ich kann sagen, welches Tool ausgeführt, also das ist ein Daemon, der lauscht irgendwie, hat halt irgendwie die Zertifikate hinterlegt und kann dann irgendwelche Tools ausführen zum Beispiel. Das heißt, mein Level1.py hat gar keine Encryption drin, weiß auch gar nicht, was TLS ist irgendwie, kann auch gar nicht mit Zertifikaten umgehen, trotzdem kann ich quasi HTTPS drüber sprechen zum Beispiel, wenn mein Level1.py.normaler HTTP-Service ist. Das hat Möglichkeiten, auch auf Client-Zertifikate gehen. Das heißt, ich kann mir einen Service schreiben, der sich per Zertifikat authentisiert am Dienst. CA-Support, Verify-Möglichkeiten in diversen Variationen von verifizier gar nichts bis verifizier alles mit Zwischenzertifikaten und ja. Muss man sich halt angucken, wenn man speziell Bedarf hat, bloß, dass man es tun mal gehört hat. Dann klassische VPNs, wollte ich auch noch anreißen. Jetzt haben wir ja eher so, ja, so das Swiss Army Knife gehabt irgendwie. Ich habe irgendwie ein Problem und will es mal schnell lösen. Aber wenn ich jetzt quasi so längerfristige Installationen habe, dass ich quasi mein Zuhause irgendwie an die Firma anbinden will oder mein Webcluster von vorhin irgendwie in die Firma rein oder umgedreht, dann kann ich einfach OpenVPN benutzen. Das ist halt ein Full-Featured irgendwie VPN-Dienst. Da habe ich halt irgendwo einen Server stehen, ich habe irgendwo Clients stehen, mehrere Clients. Das ist halt so Master-Slave-basiert. Ist halt auch irgendwie TLS drumherum. Ja. Weiß nicht, kann man jetzt nicht mit wenig zu sagen. Also das ist halt, wenn man es konfigurieren muss, man sich eher angucken, was man halt machen will. Dazu Vergleich gibt es noch Tink. Tink ist im Vergleich zu OpenVPN nicht Master-Slave-basiert. Also es gibt nicht einen Master, mehrere Clients, sondern ich kann quasi mehrere gleichberechtigte Nodes im Netz haben. Das heißt, ich konfiguriere einfach überall, deploy meine Public-Private-Keys, habe irgendwie noch so ein bisschen Header drüber. Das Schöne daran ist, ich kann quasi mehrere Master haben. Das heißt, wenn ich jetzt 5 Standorte habe und diese untereinander vernetzen will, dann bekommt halt jeder irgendwie dieses Key-Pair oder ich tausche die aus. Und ich kann dann auch quasi nur Clients haben, eine andere Farbe, ups, der sich nur verbindet, aber wo sich keiner sich hinverbinden kann. Das haben wir mal in der Firma für so, auch für die ganzen Notebooks konfiguriert. Wir hatten 2 Standorte.
die hatten halt beide, sind halt diese Gateways geworden. Und die ganzen Mitarbeiter hatten auch einen Tink-Client auf dem Rechner und konnten sich halt, egal welches von den beiden Gateways gerade online war, in die Firma verbinden. Ist ein bisschen Magic mit drin durch das ganze Meshing-Protokoll darunter. Aber je nachdem, was man machen will, vielleicht die bessere Wahl als OpenVPN. Vor allem, weil ich nicht bloß einen Master habe, der wegfällt, kein Single Point of Failure. Ja, das zu Tink. Dann, was habe ich so vergessen? Hätte ich wirklich vergessen, aber nicht angeguckt oder nie gebraucht. Das gibt Udine. Da ist die Idee, wenn man so einen Hotspot irgendwo findet, geht meistens noch DNS durch, aber vor der Anmeldung nichts weiter. Und da ja DNS auch ein sehr anpassungsfreudiges Protokoll ist, wo ich diverse Records formulieren kann, kann ich auch diversen Payload reinschicken. Ist zwar nicht so richtig performant, aber bevor ich jetzt so ganz komplett offline bin, kann ich da doch irgendwie noch ein bisschen was drüber regeln. Und Udine ist halt eine Tour, wo man halt Payload über DNS schicken kann. Habt ihr noch Ideen, was ich vergessen habe? Ich meine, ich kenne ja auch nicht alles. Ich habe mir jetzt die letzten Jahre so ein paar Tools kennengelernt, aber vielleicht gibt es noch totales Übertool, was ich nicht kenne, was ich unbedingt kennen muss. Habt ihr noch irgendeins? Oder? Ja? Wenn ich meinen Rechner an OpenVPN hänge, ist er im Normalfall komplett da drin. Das heißt, alles läuft über VPN. Wenn ich dieses VPN in einer virtuellen Maschine mache, kann ich auf dem Host ein gezieltes SSH-Config machen, was nur SSH bzw. SSH zu bestimmten Adressen durch die virtuelle Maschine ins VPN leitet und mein Rechner an sich bleibt frei, sodass er auch direkt ins offene Netz gehen kann. Ich bin nicht komplett drin. Ja. Kann man auch konfigurieren, ja. Also, wie gesagt, von den Kombinationsmöglichkeiten gibt es ja da irgendwie freie Wahl. Ja, das fängt vielleicht unter Fallstricke. Genau das Problem habe ich so mit der Firma. Wenn ich mich entscheide, dass ich das OpenVPN zur Firma aufbaue, muss ich halt auch damit leben, dass die Firma mitkriegt, wo ich sonst noch hinserve. Ach so, das habe ich halt ganz klassisch über IP-Tables gelöst. Ich habe halt nur die Subnetze, die in die Firma gehen, habe ich da drüber. Das heißt, mein Default-Router habe ich ganz gehabt und ich habe halt eine More-Specific-Route, wo ich sage, okay, alles 127.16/16 geht halt irgendwie übers Firmen-VPN. Das heißt, mein anderen Traffic, wenn ich es nicht unbedingt will, weil ich vielleicht gerade hinter so einem Port 25 Firewall-Gedöns hänge, dass ich das Firmen-VPN mal zum Mail-Verschicken nutzen will, dann mache ich das auch nicht. Muss mal gucken, wie man das konfigurieren kann. Aber in den meisten Fällen sollte es möglich sein, unterm Linux. Es gibt auch für OpenVPN auch irgendwie Android und iOS-Clients und so, also der Support dafür ist schon da. Genau, die Fallstricke irgendwie, die MTU beachten, also wie groß sind die Datenpakete, die über die physikalische Leitung gehen und wie groß sind die Datenpakete, die noch ins VPN reinpassen. Das kann halt die Auswirkung haben, dass wenn der Payload im Tunnelpaket zu klein wird, dass ich dann Fragmentierung habe, ein Paket, was früher problemlos in einen Rutsch durchging, ist jetzt in 2 bis 3 Pakete aufgeteilt und dann geht die Performance teilweise echt runter. Da muss man gucken, dass man das vernünftig konfiguriert. Kann man machen. Hatte ich schon erwähnt, DNS mittunneln, falls gewollt. Ist vielleicht kein Feature, vielleicht will ich meine DNS-Auflösung lokal machen, aber trotzdem was für ein VPN gehen, weil dann YouTube funktioniert, wie auch immer. Ist ja auch egal. Wenn ich so Anonymitäts-Privacy-Geschichten habe, dann auf Cookies achten. Nützt ja nichts, wenn ich irgendwie über Facebook nur übers VPN gehe, aber der Cookie trotzdem rumliegt. Oder wenn ich andere Seiten habe und die ganzen Werbenetzwerke sind auch ineinander vernetzt. Wenn ich internes DNS, was meinte ich damit? Ich muss auch gucken, dass ich noch ins Firmen-DNS reinkomme oder nicht. Oder habe ich zu Hause DNS? Wenn ich so ein VPN-Setup habe, wie habe ich mein lokales DNS gelöst? Habe ich das public verfügbar? Habe ich mehrere DNS-Server, je nachdem, wo ich gerade bin? Oder muss mal gucken. Und ich habe auch mal eine Übersichtsseite dazu angelegt, wo ich nochmal so abgerissen habe, die Themen grob. Ich kann die nochmal aktualisieren mit den aktuellen Themen von heute unter der URL halt. Die Folien müssten demnächst auch mal online kommen, wenn ich sie einschicke. Ja, das war es soweit.